Der Kunsthistoriker und Historiker Dr. Georg Habenicht kommt wissenschaftlich aus Göttingen, wo er im interdisziplinären Graduiertenkolleg Kirche und Gesellschaft im Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation im 15. und 16. Jahrhundert promoviert worden ist. Wir haben damals dieses Kolleg wegen der epochalen Bedeutung der Kirche, die in alle Lebensbereiche hineinwirkte, oft spöttisch Kirche und Kirche statt Kirche und Gesellschaft genannt. Oder Gott und die Welt. Oder Gott und die Welt, ja. Schon damals interessierte ihn an der Reformation der Zusammenbruch des Stiftermarkts und die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass ein so erfolgreiches Kirchenwesen, ein Kirchenwesen, das am Vorabend der Reformation durch eine besondere Blüte kirchlicher Kunst, Baukunst, Altarkunst gekennzeichnet war, flächendeckend in so kurzer Zeit zusammenbrach. Dieses Interesse prägte auch nicht nur das Thema seiner Dissertation, da ging es um ungefasste Altarretabel, sondern seine wissenschaftlichen Interessen seitdem bis zu dem Buch, das im vergangenen Jahr erschien und uns heute interessiert, Ablass Wertpapier der Gnade. Dazwischen gab es noch einige profunde Veröffentlichungen im Imhof Verlag, die ich kurz erwähnen möchte. Der Flügelaltar und sein Personal, die Heilsmaschine, im Bildsturm zum Zustand von Kunstgeschichte und Geschichte. Geplant ist eine essayistische Kurzfassung dieses Ablassbuches unter dem Titel Wie es zur Reformation kam. Und dann ist außerdem geplant, ein Buch, was ebenfalls im Zusammenhang mit diesem steht, über einen exzeptionellen Quellenfund, den Herr Habenicht in Nördlingen gehoben hat, einen Quellenschatz, den er gehoben hat, der Nördlinger Plenarablass, das voraussichtlich 2022 ebenfalls im Imhof Verlag erscheinen wird. Georg, wir danken dir, dass du gekommen bist und sind gespannt auf deinen Vortrag. Vielen Dank für die liebe Einführung. Meine Damen und Herren, dass Martin Luther mit seinen Thesen wieder den Papstablass der Reformation ausgelöst hat, ist eine Binsenweisheit. Die Frage lautet, wie war das möglich? Warum folgten ihm die Menschen in Scharen? Wer so fragt, richtet den Scheinwerfer von der reformatorischen Weltbühne mit ihrem Hauptdarsteller in das Publikum, indem er die simple Frage aufwirft, wie es dazu kommen konnte, dass Luther gleichsam über Nacht die Massen mobilisierte, verschiebt er den Deutungsrahmen. Luther selbst war der Auffassung, er habe mit seiner Kritik am Plenarablass dazu angesetzt, Zitat, den Himmel zu stürmen und die Welt zu entflammen. Weshalb eigentlich besaß Luthers eigene Einschätzung zufolge der Plenarablass die erstaunliche Kraft, eine bis dahin gottgewollte Ordnung innerhalb kürzester Zeit mühelos zur Kernschmelze zu bringen. Die große Beliebtheit der päpstlichen Gnadenmitte beruhte auf ihrer einzigartigen Konstruktion, denn mit ihr butterte der Christgläubige sein Brot gewissermaßen von zwei Seiten. Er tat einerseits etwas für sein eigenes Seelenheil und andererseits etwas für die Allgemeinheit. Der Bau so mancher Brücke und so mancher Kirche wurde durch Ablässe im Wege der Schwarmfinanzierung ermöglicht. Erhabenheit und Schönheit unserer Kirchen sind nicht selten sein Werk, weshalb es auch nicht weiter verwundert, wenn ein Kunsthistoriker wie ich sich mit ihm beschäftigt. Der Ablass war in gleicher Weise egoistisch wie altruistisch. Mit seiner Hilfe ließ sich ein System der Harmonie zwischen Eigennutz und Gemeinwohl etablieren, also mithin eine Schlüsselfrage menschlichen Zusammenlebens überhaupt organisieren. Johann Tetzel, der Erzbösewicht der Reformation, formulierte es dem Sinne nach einmal so, Zitat,
Wenn ihr euer sauer verdientes Geld auf Kirchweihfesten beim Tanz und Spiel verprasst, dann spendet es doch lieber für gute Zwecke, die eurem Seelenheil zugutekommen. Sünde ist nichts weiter als Schuld vor Gott. Im Spätmittelalter kannte Gnade einen doppelten Ursprung, einmal den aus Arbeit, sprich guten Werken, und zum anderen durch Schenkung. Ersteres ist Aktivgnade, letzteres Passiv- oder Fiatgnade. Zunächst zur Aktivgnade, sprich den guten Werken. Zitat: Wer reich ist, der soll Almosen geben und Messen stiften, Wege und Stege machen, Klöster begaben und Spitäler, den Hungrigen speisen, den Durstigen tränken, den Nackten bekleiden, den Fremden beherbergen und die sechs Werke der Barmherzigkeit tun, mahnte schon Berthold von Regensburg im 13. Jahrhundert. Im Unterschied zur Aktivgnade wird bei der Passiv- oder Fiatgnade dem Gläubigen Gnade geschenkt. Und zwar entweder auf der Basis von Reliquien oder auf der Basis des Gnadenschatzes der Kirche. Altdorfers Holzschnitt dürfte unseren Vorstellungen eines sagenhaften Horts sehr nahe kommen. Der Gnadenschatz der Kirche war indes ein rein virtueller Schatz. In ihm lagerten die überzähligen Verdienste Jesu Christi und der vielen Märtyrer. Gleichwohl war dieser Schatz im Horizont der Zeitgenossen kostbarer als, Zitat, alles Silber und Gold. Außerdem bringe er, Zitat, Gewinn ohne Verlust und bedeute Reichtum ohne Arbeit. Johannes von Pals, der als Augustiner Eremit im selben Konvent war, in Erfurt wirkte wie Luther, verglich Christus mit einer unerschöpflichen Goldmine. Zitat: Das Heiligleiden Christi ist eine Goldgrube und mehr denn eine Goldgrube. Diese Fundgrube oder Gnad hat viele Stollen, dadurch man mag hineingehen. Die Allmacht des Papstes lag in den Schlüsseln. Wann immer er wollte, konnte er damit den virtuellen Gnadenschatz aufsperren und die Christenheit mit Gnade bedenken. Papst Sixtus IV., der das Reich und Europa mit Plenarablässen regelrecht flutete, war dieser Umstand wohl bewusst. In der nach ihm benannten Sixtinischen Kapelle ließ er durch Perugino, den Lehrmeister Raphaels, die Schlüsselübergabe darstellen. Die Szene veranschaulicht Christi Zusage an Petrus: Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Matthäus 16,19. Indem der Papst Plenarablässe spendete, schöpfte er Fiatgnade aus dem Nichts, wie Banken heute Kredite. Eine Flugschrift von 1522 hat die monetativen Züge des allgläubigen Schuldsystems, das auf Kredit basierte, bereits zeitgenössisch durchschaut. Zitat: Da der Papst ein Gott auf Erden ist, kann er Ablässe machen, so viele und auf so lang er will, und braucht nicht viele Umstände zu machen, wie der Münzherr mit Graben, Schmelzen und Hämmern des Metalls. Es bedarf bei ihm nur einiger Worte. Ein anderes Wort für Fiat- oder Passivgnade, die auf der Basis des Gnadenschatzes der Kirche geschöpft wurde, ist Ablass. Ablass meint zunächst den Erlass zeitlicher Strafen im Fegefeuer. Es gab drei Arten Ablass. Der Partikularablass besaß die fantastische Eigenschaft, praktisch jede Form von Heilsangeboten in eine Zahl zu transformieren. Auf diese Weise ließ sich zum Beispiel die Heilskraft einer Reliquie in Königsberg in Preußen mit einer in Lissabon vergleichen. Eine vergleichbar universelle Maßeinheit gab es um 1500 in keinem anderen Sektor. Für den Partikularablass war keine Beichte notwendig. Innere Zerknirschung reichte aus. Der Partikularablass tilgte allerdings Schuld nicht vollständig, sondern nur teilweise. Eine Restschuld blieb. Was, wenn die geforderten Gebete nicht mit der geforderten Inbrunst verrichtet worden waren? Gegen diese Unsicherheit half der Plenarablass. Der Plenarablass, der in der Beichte geschöpft wurde, setzte das Gnadenkonto des Büßers mit einem Schlag auf Null. Er beinhaltet keinen Schulderlass, sondern einen Schuldschnitt.
Voraussetzung für seine Erlangung war, dass der Gläubige einem Priester seine Sünden beichtete. Er musste dann seine Taxe zahlen, Sachleistungen wurden auch akzeptiert und eine Anzahl Gebete verrichten. Der mit der Zauberformel Ego te absolvo durch den Beichtvater dem Pönitenten zugesprochene Schuldschnitt war garantiert und wurde dem Gläubigen schriftlich in einem Testimonial quittiert. Da nach spätmittelalterlicher Vorstellung der Mensch aber eine Fehlkonstruktion ist, nämlich schwach, unvollkommen und fortwährend sündhaft, ging das Sündenkonto des Pönitenten sofort und automatisch wieder ins Minus. Dagegen half allerdings der Beichtbrief, der seinen Käufer vollkommene Gnade gutschrieb. Der Sache nach war der Beichtbrief eine Gnadengutschrift. Eingelöst werden konnte das im Beichtzettel verbriefte Versprechen auf vollständigen Sündenerlass, zumeist einmal zu Lebzeiten in Todesnöten sowie auf dem Sterbebett. Magister Arnold von Rasfeld erwarb 1501 einen von Bischof Peter von Tournai ausgestellten Beichtbrief. Auf der Plika steht folgender Vermerk, den Arnold dort eigenhändig geschrieben hat. Und ich habe den Ablass einmal zu Lebzeiten gemäß den Bestimmungen dieser Urkunde gebraucht. Die Gläubigen konnten denktheoretisch mehrere Beichtbriefe erwerben und auf diese Weise ein Gnadendepot oder ein Gnadenpolster anlegen. Und sie taten das auch. Sorgsam zu Hause verwahrt, etwa in einer Schatulle, konnte die im Beichtbrief gespeicherte Gnade jahrelang lagern, ehe ihr Besitzer sie einlöste. Im Falle der Plenarablässe taucht wiederholt die Formel von Schuld und Strafe a culpa et pöna auf. Gemeint war damit, dass der Plenarablass die Macht besitze, nicht nur Strafe, sondern auch Schuld vollkommen aufzuheben. Die Formel war umstritten, denn sie stand im Widerspruch zur durch die Kirche ausformulierten Ablasstheorie, wonach der Ablass nur den Erlass zeitlicher Strafen im Fegefeuer beinhaltete. Ältere Autoren wurden nicht müde, auf diesen Punkt in apologetischer Hinsicht hinzuweisen, als sei der Ablass in der Theorie sauber geblieben, aber nur in der Praxis verderbt. Indessen, für die Masse der einfachen Gläubigen war die Unterscheidung ohne Bedeutung. Für sie zog der Erlass von Strafe automatisch den von Schuld nach sich. Albrecht Dürer begleitete 1514 seine Mutter auf dem Sterbebett. In seinem Gedenkbuch notiert er, die fromme Mutter sei christlich mit allen Sakramenten verschieden und aus päpstlichen Gewalt von Pein und Schuld geabsolviert, sprich mit Hilfe eines Beichtbriefs. Am Vorabend der Reformation gingen geschenkte Gnade und gute Werke Hand in Hand. Jene unterstützt diese Erwerbenverdienste, so geht es in ständiger Balance weiter bis zum Tode. Dann hört die Verdiensterwerbung auf, Gott klappt das Kontobuch des Menschen auf, prüft Soll und Haben und zieht im Gerichte das göttliche Fazit. Als Seelenweger wiegt der heilige Michael aktiver und passiver. Hielten sie sich die Waage, war der Gläubige frei von Schuld. Ob das gelang, war freilich offen. Wer mochte schon mit Sicherheit von sich behaupten, dass er genügend gute Werke und Ablass zu Lebzeiten angesammelt hatte? Was, wenn die Seele gewogen und für zu leicht befunden wurde? Dann drohte das Fegefeuer und womöglich Schlimmeres. Diese radikale Unsicherheit beseitigte der Beichtbrief in der Todesstunde. Ein 1524 geschaffener Holzschnitt von Hans Holbein den Jüngeren gibt genrehaft das Ablassgeschehen wieder, so wie es uns in einer Plenarablassfeier 1480 in Nördlingen entgegentritt. Da sieht man die Beichtväter im Chorrock und Barett, wie sie im Chorgestühl den vor ihnen knienden Pönitenten die Beichte abnehmen. Sie halten versilberte Stäbe in den Händen, mit denen sie auf Schultern tippen und auf die schwere eisenbeschlagene Ablasstruhe deuten. Eine Nördlinger Indulgenzordnung von 1480 will die Stäbe als Zeichen der Gewalt aufgefasst wissen. Item, die Beichtväter pflegen zu haben Stäbe bei, an und in ihren Händen zur Bedeutung ihrer Gewalt. Im Hintergrund von Holbeins Blatt thront, wie um zu zeigen, von wem der Ablass stammt,
Der Papst, umgeben von Kardinälen und Beratern. Die herabhängenden Banner mit den päpstlichen Schlüsseln und dem Papstwappen, in diesem Fall Clemens VII., werden auch in den Nördlinger Quellen zum Plenarablass 1480 erwähnt. Nachdem der Priester dem Beichtkind das Bußwerk auferlegt und die Lossprechung formelhaft erteilt hatte, ging der Absolvierte zur Truhe und opferte den vom Beichtvater festgelegten Betrag. Auf Holbeins Holzschnitt steht der Zahltisch demonstrativ gegenüber dem Ablasskasten im Vordergrund. Auf ihm liegt ein Stapel Beichtbriefe. Ein Ablasszettel wird gerade einer Frau ausgehändigt. Geschulte Schreiber, von denen es in den Nördlinger Quellen heißt, sie müssten des Lateinischen kundig sein, standen bereit, die gekauften Ablassbriefe zu personalisieren, das heißt, die Namen der Käufer bzw. der Begünstigten einzutragen. Neben den Ablassbriefen liegen Münzen. In München stand der Zahltisch 1480 im Chor. Item, die Beichtbriefe soll man im Chor ausgeben und Tisch und Schreiber das selbst setzen. Früher musste man, um einen Ablass a pöna et culpa zu erhalten, an Kreuzzügen teilnehmen, sprich Leib und Leben aufs Spiel setzen oder zu einem Jubeljahr nach Rom pilgern oder ins Heilige Land. Das alles war gefährlich und kostspielig. Deswegen war es ein Anliegen der vorreformatorischen Kirche, den Ablass zu den Menschen zu bringen. Die römischen Ablässe kamen zu den Gläubigen, nach Nördlingen, nach München oder durch päpstliche Legaten und Ablasskommissare in jedem Weiler. Bernd Hamm hat das auf die griffige Formel nahe Gnade gebracht. Jeder sollte die Möglichkeit, zu Lebzeiten volle Gnade in seinem Lebensumfeld zu erlangen, erhalten. Und zwar ohne weite und gefahrvolle Pilgerreise. Die Reduktion der Ablasstaxen ermöglichte zudem ein Maximum an Hauptgnade für kleines Geld. Jeder sollte sich einen Plenarablass leisten dürfen. Der Ablasslegat Raimundus per Audi war angetrieben vom sozialseelsorgerischen Impuls, die Segnungen des Ablasses auch weniger vermögenden Schichten zuteilwerden zu lassen. Ein Schlaglicht hat Simon Dietrich bekannt gemacht. Am 25. Mai 1518 schrieb Dirigentin Anna von Hessen, die Mutter des Landgrafen Philipp, dem päpstlichen Nuntius Karl von Miltitz, der Papst möge ihr einen Ablass bewilligen, wie er zu Rom in allen Kirchen dort zu verdienen sei. Einen, der auch Schuld erlasse. Sie wolle diesen Ablass gebrauchen, Kraft eines Gebetes ihrer Wahl, welches sie an allen Tagen und in jeder Kirche verrichten könne, und zwar bequem an jedem Altar und notfalls auch in ihrem Gemach. Die Wallfahrt im Geiste ist der Schlusspunkt der vollständigen räumlichen Entschränkung der Plenarablässe. Durch sie konnten Nonnen in Klausur wallfahrten. Ein kleines Gebetbuch aus dem Heidekloster Medingen um 1500 erlaubte der, Zitat, gläubigen Seele, alle Altäre, die in der Stadt Compostela sind, nicht mit den Füßen, sondern mit ihrem Verlangen abzulaufen. Vermittels meditativer Versenkung konnte die virtuelle Pilgerin Ablässe gewinnen, wie ein Pilger, der die beschwerliche Reise nach Santiago auf sich genommen hatte. Felix Fabri verfasste über die virtuelle Wallfahrt eigens ein Buch, die Sion-Pilgerin. Im spätmittelalterlichen Schuldsystem waren die Reliquien das, was in den Währungssystemen früher der Goldstandard war, Rohstoff und Anker. Das System reliquiengedeckter Passivgnade hatte allerdings einen strukturellen Nachteil. In ihm waren die Reliquien als Rohstoff der begrenzende Faktor. Zwar waren bereits kleinste Mengen des wirkmächtigen Halsmaterials ausreichend, um Gnade zu bewirken, weshalb das gesamte Mittelalter hindurch die Atomisierung von Reliquien unaufhaltsam voranschritt. Erasmus von Rotterdam bemerkte einmal spöttisch, vom Kreuze Christi gäbe es so viele Partikel, dass man aus ihnen problemlos ein ganzes Schiff zusammenzimmern könne. Doch auch die Vermehrung von Reliquien durch Teilung oder Fälschungen konnte über die Reliquienklemme nicht hinweghelfen, denn Gnade, die an Reliquien gebunden war, konnte nur nach Maßgabe der vorhandenen Partikel vermehrt werden. Anders als die Beichtbriefe, die in beliebiger Auflage gebracht wurden.
Um nun mit den Plenarablässen und Beichtbriefen mithalten zu können, ging man dazu über, die Reliquienschätze mit Ablässen zu korrelieren und sie zu hebeln, sprich mit dem Faktor x zu multiplizieren. Den Hebel bewilligte der Papst. Bereits 1509 erzeugte der kurfürstliche Reliquienschatz in Wittenberg auf diese Weise eine 500.000 Tage Ablass. Doch bald genügte auch das nicht. Georg Spalatin wies deshalb den kurfürstlichen Prokurator an der Kurie, Dr. Georg Busch, 1516 schriftlich an, die Erhöhung des Ablassquantums von 100 Tagen pro Reliquienpartikel auf 30 Jahre pro Partikel zu erwirken. Die Verhandlungen zogen sich hin, erst im Vorfeld des Augsburger Reichstags 1518 bewilligte Leo X. die Erhöhung und stockte die 100 Tage generös auf 100 Jahre auf. Das ist keine Verdopplung oder Verdreifachung, das ist eine 365. Vervielfachung. Die nebenstehend abgebildete Verkündung des großen Ablasses ist ein Konzept einer Bekanntmachung, mit welcher der kurfürstliche Hof die Haltungsweisung am 23. April 1520 in der Wittenberger Stiftskirche bewarb. Leider hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen und statt des von Leo X. gewährten Hebels von 100 Jahren, 100 Tagen und 101 Karenen, wurde irrtümlich nur die 100 Karenen als Multiplikator ausgewiesen. Georg Spalatin korrigierte den Einblattdruck daraufhin eigenhändig, seitlich und unten. In Wittenberg winkte dem Pilger fortan mehr als 2 Millionen Jahre Ablass, in Halle an der Saale sogar sagenhafte 4 Millionen. Die Explosion der Erlassquanten blieb nicht folgenlos. Hartmut Kühne hat vermutlich vollkommen recht mit seiner Einschätzung, dass es wohl kein Zufall ist, dass der Widerspruch gegen den Petersablass im geografischen Dreieck Magdeburg, Halle und Wittenberg zündete. Ursprünglich korrelierte die gewährte Gnade mit der Höhe einer Geldzahlung. Je mehr Geld der Gläubige gab, desto mehr Gutes ließ sich damit bewirken. Infolgedessen erhielt er auch mehr Gnade. Ein Ablasssummarium des Deutschen Ordens aus dem Jahre 1513 hält normativ fest, Zitat, wer ein Kleinalmosen gibt, wird der siebte Teil seiner Schuld erlassen. Wer ein Pferd oder Waffen spendet, der dritte Teil. Wer aber eingibt sein Leib oder Gut, sprich an einem Kreuzzug teilnimmt, oder sein gesamtes Vermögen dem Deutschen Orden überschreibt, dem ist, Zitat, Ablass aller Sünden sicher. Die hier zitierte Grazer Ablasstafel konserviert die Schuldmetrik des Deutschen Ordens, die aus Kreuzzugszeiten zurückgeht, also aus dem ersten Viertel des 13. Jahrhunderts stammt. Sein Leben aufs Spiel setzen oder sein gesamtes Hab und Gut stiften, um plenare Gnade zu erlangen, diese Schuldmetrik war am Vorabend der Reformation zwar noch ungebrochen in Kraft, aber sie war doch bereits anachronistisch. Im Rahmen des sogenannten Petersablasses konnte ein jeder plenare Gnade erwerben ohne all das. Ein Groschen reichte. Und einen Beichtbrief erhielt man für ein Viertelgulden Rheinisch, das entsprach 12 Groschen. Johannes Eck beklagte 1523, dass Beichtbriefe in viel zu großer Zahl vergeben würden, zudem an Personen ohne alles Verdienst. Zur beschwerlichen Wehrgerechtigkeit bot der Plenarablass eine willkommene Abkürzung. Er war nicht nur für den Papst schnell und bequem geschöpfte Gnade. Auch für die Gläubigen verkörperte er Gnade ohne Arbeit. Das Drucken von Beichtbriefen in Massenauflagen geht dem Drucken von Flugschriften voraus, wie der Berliner Germanist Falk Eisermann betont. Heinrich Bebel konstatiert 1512 mit Blick auf die Beichtbriefe, dass päpstliche Ablasse, Zitat, und zwar vollständige, um mich so auszudrücken, zu unserer Zeit in einem Maße aller Orden verkauft werden, wie die Bauern zu sagen pflegen, dass die Achtung vor den päpstlichen Schlüsseln und Briefen fast schon dahin ist. Wie kann einer Sache Wert beigemessen werden, die im Überfluss vorhanden ist? Eck beklagte, er kenne Frauen, welche Beichtbriefe an Nachttöpfe hefteten, so wenig achte man sie noch. Das infolgedessen leicht geschöpfte Fiatgnade, die mühsam durch gute Werke erarbeitete Aktivgnade teilweise verdrängte, ist handlungslogisch.
Martin Luther sah das so, wenn er beklagte, Atlas sei für Faule. Auch Ulrich von Hutten glaubte, die Verdrängung beobachten zu können. Zitat: Wir sehen auch den Ablass, der nichts anderes ist als die Beseitigung der guten Werke. Ein Sektor dehnt sich aus und verdrängt den anderen. Das ist der hier zugrunde liegende, sich stets wiederholende Mechanismus. Nicht die große Anzahl der Ablassfälschungen mit ihren exorbitanten Summen hätten den Ablass in Verruf gebracht, so hat Hartmut Burgmann 1986. Es seien vielmehr die unendlich vielen Echten gewesen, die Luther auf den Plan gerufen hätten. Wie groß die Ablass- oder die Plenarablass- und Beichtbriefblase letztlich war, die Luther zum Platzen gebracht hat, das wissen wir nicht. Indessen, weshalb hatte Luthers Kritik am Plenarablass diesen durchschlagenden Erfolg? Nun, für seine Zeitgenossen lagen die Dinge klar, weil er die Wahrheit sagt und er kann alles anhand der Bibel beweisen. Vom Ablass und Fegefeuer aber steht in der Bibel nichts. Luthers sola fide, sola gratia Formel liegt, das ist nicht ohne Ironie, ganz auf der Linie der Plenarablässe, gemäß Römer 3, Vers 23, die sind allesamt Sünder vor Gott und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Luther formulierte gewissermaßen einen Plenarablass, dessen Hauptgnade schlechterdings nicht weitreichender denkbar ist. Dieser Totalablass im Gewande eines Antiablasses war, horribile dictu, auch noch lückenlos aus der Bibel hergeleitet. Er kam direkt von Gott, wie zeitgenössische Autoren mithin hervorheben. Außerdem war dieser göttliche Ablass genial einfach konstruiert. Gott verschenkt vollkommene Gnade, zeitlich unbefristet, für jedermann universell und umsonst. Damit konnten der Papst und seine Ablasskommissare salopp formuliert einpacken. Indem Luther einen Plenarablass verkündete, suspendierte er alle päpstlichen Plenarablässe mit einem Schlag. Dass Luthers Gnadenlehre auf eine universelle Generalabsolution hinauslief, die alle Papstablässe locker aus dem Feld schlägt, haben einige Zeitgenossen bereits erkannt und mit spitzer Feder aufgespießt. Zitat: Man hat uns vom christlichen guten Ablass Jesu Christi gar abgeführt, legt ein Autor Martin Luther im Gespräch mit dem Leibhaftigen in den Mund. 1525 erschien ein schönes Traktatlein von dem göttlichen und römischen Ablass. Der Autor streift rückblickend das rasante Anwachsen der Gnadenblase. Erst habe seine päpstliche Heiligkeit alle 10 Jahre, dann 8, dann 4, dann 2 und schließlich jährlich 2-mal den großen Gnadenschatz in unser Land geschickt, auf das die Verstorbenen für kleines Geld aus erwähnten Fegefeuer erlöst würden. Der Papst habe Geld von uns Gläubigen genommen, obwohl wir ihm gar nicht schuldig waren. Gegen den göttlichen Ablass sei der päpstliche Ablass kraftlos, obschon dieser äußerlich mit seiner prachtvollen Ausgestaltung und dem roten Siegel viel hermache. Der göttliche Ablass koste im Unterschied zum päpstlichen lediglich ein Pfennig, mit dem es seine ganz besondere Bewandtnis hat. Zitat: Denn es ist eine seltsame Münze, die der Münzmeister Gott der Vater allein in unsere eigene Ablasskiste gelegt. Gnade als bedingungsloses Geschenk Gottes, eines Gottes, Zitat, der jedermann gibt und nichts dafür nimmt. Der Augenblick der reformatorischen Infragestellung ist das Luther-Moment. In ihm entfalten die Beichtbriefe ihr volles systemsprengendes Potenzial. Am Vorabend der Reformation massenhaft, Zitat, Land auf, Land ab, vertrieben, wurden die Beichtbriefe daheim sorgsam verwahrt. Für die einfachen Leute verkörperten sie jenen Zipfel Papstkirche, der am Ende zählt. Das in ihnen enthaltene Versprechen auf päpstliche Plenargnade galt. Es war im Hinblick auf das jenseitige Heil existenziell. Aus zeitgenössischer Sicht hatte Luther einen gigantischen Ruhmschwindel, angezettelt durch den Papst, mutig aufgedeckt. Auch ließ sich schwerlich leugnen, wer für diesen beispiellosen Skandal verantwortlich war. Die Beichtzettel trugen das Papstwappen, ein Siegel und die Unterschrift des päpstlichen Legaten.
Der Papst hatte offensichtlich in betrügerischer Absicht Beichtbriefe und Plenarablässe unter die Leute gebracht, um den armen Menschen auch noch den letzten sauer verdienten Spargroschen aus der Tasche zu ziehen. Das hatte man schwarz auf weiß. Verschärfend kam hinzu, die Plenarablassblase zerplatzte nicht irgendwo im Kurfürstentum Sachsen, im beschaulichen Wittenberg, am Rande der Zivilisation, in termino civilitatis, wie Luther einmal bemerkte, sondern bei jedem Einzelnen daheim. In der Flugschrift, ein Dialogus oder Gespräch zwischen einem Vater und Sohn, die Lehre Martini Luthers betreffend aus dem Jahr 1523, wird dieser entscheidende Sachverhalt in das Gewand eines Generationengesprächs verpackt. Der die Verhältnisse längst durchschauende Sohn und Student aus Wittenberg unterhält sich mit dem Vater, einem einfachen Bauern, der dem Ablasswesen sozusagen jahrelang auf dem Leim gegangen war. Der Vater: Du lieber Sohn, ich weiß auch noch wohl, dass vor 4 Jahren der Teufel mit einem Kardinal hier war. Die verkauften Ablass und Beichtbriefe, gaben je ein um 6 Groschen und teurer. Und ich, armer Mann, hätte kaum 6 Groschen in meinem Haus und gab sie hinaus. Kämen sie mir heute vor die Tür, ich wollte einen Ablass geben mit einem guten Holzscheit. Wohlan, ich hab's verdient. Die Beichtbriefe, es sind offenbar mehrere, wurden im Haus verwahrt. Der Sohn fragt: Hast du aber die Brief noch? Der Vater bejaht. Der Sohn: Hol sie, wir wollen sie verbrennen. Vater: Da recht. Frau: Bring Feuer her und blas eine Weile auf. Sohn: Wirf sie hinein. Vater: Da liegen sie in Eckens, Emsers und Monas Namen. Te Deum Laudamus. Sobald das Vertrauen in seine Deckung verloren war, kehrte der Beichtbrief zu seinem inneren Wert zurück und wurde zu dem, was er materiell darstellt, ein wertloser Zettel Kalligraphie. Dass er hin und wieder auf Pergament gedruckt worden war, rettete nichts. Als Ramschanleihe und Schrottpapier wurde der Beichtbrief weggeworfen, zerschnitten oder verbrannt. Oder aber makuliert und als Altpapier zweckentfremdet, etwa um einen Bucheinband zu verstärken. Mitunter nahm er noch einen anderen Weg. Ich habe wohl 9 Gulden in Beichtbriefe gesteckt, ich will mir den Arsch dran abwischen, bricht es aus dem Protagonisten einer Flugschrift hervor. Sie sind sein kaum wert, kontert der Gesprächspartner. Der Geschädigte hatte sich mit nicht weniger als gut 36 Beichtbriefen eingedeckt. Die Wut des Geprellten ist verständlich. Für das Geld bekam man in Hamburg im Jahr 1522 gut 172 Lämmer, sprich eine komplette zukünftige Schafsherde. Die hohe Zahl ist natürlich fingiert und wohl auch satirisch übertrieben. Mag man in einem ersten Impuls nachgeben denken. Wäre da nicht Isabel de Suaso im spanischen Cuellar bei Valladolid, in deren Grab in der Kirche San Esteban insgesamt 47 gedruckte Ablassbriefe gefunden wurden, ausgestellt zwischen 1484 und 1539. Das Vertrauenskapital der Papstkirche war mit einem Schlag aufgezehrt, die Reputation des Papstes restlos erledigt. Man traute ihm nun jede Schurkerei zu, sogar, dass er durch Ablass finanzierte Steine zum Bau des Petersdoms nächtens heimlich abzweige, um sie für den Palast seines Neffen zu verwenden. Die sich rasant entwickelnde publizistische Auseinandersetzung war der ideale Nährboden der über Nacht aufblühenden politischen Karikatur. In ihr wurde erstmals in der abendländischen Geschichte der Sturz einer bis dahin unangreifbaren absoluten Autorität im großen Stile vorerzählt. Mal setzten die Zeichner mit dem Florett wohlgesetzte tödliche Stiche, mal gingen sie mit dem Hammer zu Werke. Aber immer verwandelte sich unter ihren talentierten Händen der ehrwürdige Papa und Stellvertreter Christi unversehen zum kostümierten Antichrist. In den Augen der Laien entband die eigene Leichtgläubigkeit den Klerus nicht von dessen Mitverantwortung. Der Klerus hatte am Ablassbetrug mitgewirkt, aus welchen Beweggründen auch immer. Mit der Konsequenz, dass nun der Stab über einen ganzen Stand gebrochen wurde. Reflexartig stereotyp ist die gesellschaftliche Reaktion auf individuelles
Fehlverhalten, heute wie damals. Man versucht, die Situation dadurch wieder in den Griff zu bekommen, dass man das Personal auswechselt, die Schuldigen zur Verantwortung zieht und hart bestraft. Wie etwa jene Hamburger Handwerker, welche 1528 die Bestrafung der gesamten Geistlichkeit forderten, weil sie, Zitat, uns armen Leute mit ihrem Ablass und heiligen Fegefeuer verführt haben. Unversehens verwandelte sich der sorgende Geistliche in den skrupellosen Gewissensmelker. Indes, die Reformation war eine systemische Krise. Die Gier Einzelner war nur die unappetitliche Begleiterscheinung. Es war das System als solches, das die falschen Anreize setzte. Die Beschleunigungstendenzen, denen es schließlich erlag, waren inhärent. Das Ganze ähnelt von ferne einer wilden Spekulation, nur dass anstatt zukünftigen Reichtums in diesseits die Menschen eine Wette auf ihr jenseitiges Heil abschlossen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde gerne anfangen mit einer Nachfrage, einer mehr wissensmäßigen Nachfrage, Verständnisfrage. Du hast diesen wunderbaren Holzschnitt von Holbein gezeigt, wo man das Prozedere des Plenarablasses ganz toll vor Augen geführt bekommt und dabei sieht, dass die Beichte fest darin verankert ist und mit der Absolution. Und dann kommt der Beichtbrief. Der Beichtbrief ist dasselbe wie der Ablassbrief, wird synonym gebraucht. Genau. Also haben wir da in diesem Prozedere verbunden einerseits die sofortige Absolution, also so eine Aktivgnade, und zum anderen das Mitnehmen einer Passivgnade, die man später einlöst. Ja, also es ist so, es gibt zwei Formen von Plenarablass. Einmal der Plenarablass im Beichtstuhl. Nicht, da wird die Gnade zugeschnitten, das ist ein Schuldschnitt, der sofort erfolgt. Nicht? Und in dem Moment, wo die Gnade, die Loslösung zugesprochen wird, eventuell Absolvung, da zerplatzt das Gnadenbläschen. Genau. Die Gnade ist sofort aufgebaut. Genau. Nicht? Und dann wird im Nachgang, bekommt ja der Pönitent Bußwerke aufgeladen, die muss er also verrichten, und dazu gehört auch die Zahlung der Taxe, die von der Kurie als Gebühr heruntergespült wird. Das ist noch eine andere Sache. So, das ist die eine Sache. Und davon ganz losgelöst ist der Beichtbrief. Das ist was ganz anderes. Ja, das ist, wir reden zwar vom Beichtbrief, als ob es ein Ablass sei, aber im Prinzip ist das so, wie wenn wir über Alkohol reden und wir meinen fallweise Korn, Bier und Rotwein. Ja? Das ist alles Alkohol, aber der Beichtbrief ist etwas ganz anderes. In ihm lagert die Gnade. Das ist eine Gnadengutschrift. Ja? Das wie ein Geldschein, der auch eine Gutschrift ist. Und diese Gnadengutschrift, da liegt die Gnade drin, die wird da gespeichert, und ich kann dann einmal in Leben zu Lebenszeiten, in Todesnöten oder auf dem Sterbebett dieses Gnadenversprechen einlösen, wann ich das will. Aber es bedarf dazu dann nochmal einer Beichte? Ja, es bedarf einer Beichte dazu, die kommt dann rückwärts. Und bei Holbein werden aber solche Beichtbriefe gar nicht verkauft? Also doch, die sieht man da auf dem Zahltisch. Das ist so ein kleiner Stapel und da sind die Beichtbriefe. Nee, das ist ja eine Anklage, dieser Clemens der Siebte, aber er ist also 1523 inauguriert worden. Und der klagt also da diese Praxis an. Und im Vordergrund stellt er deswegen einmal die Ablasskiste, parallel, also den zweiten Skandalon, und das eben der Beichtbrief, und der liegt da auf diesem Tisch. Aber war, da werden verkauft. Ja, aber war das auch in Wirklichkeit, also meinetwegen, ja, wenn die Wittenberger jetzt nach Jüterbog gegangen sind, war das auch das war so verbunden? Die genau, haben so, genau. Das eine als auch das andere bei derselben Gelegenheit. Ja, Entschuldigung, das ist eine sehr gute Frage. Also das ist in meinen Quellen, sowohl in Bern als auch in München, als auch in Nördlingen, also überall ist es so, dass der
Beichtbrief zusammen mit der plenaren Ablass, mit dem plenaren Ablass im Beichtstuhl verkauft wird. Also du kannst einmal die Gnade sofort dir holen im Beichtstuhl und dann nimmst du nach Hause auch noch einen Beichtbrief. Dann bist du also gut versorgt. So läuft das. So läuft das. Aber das Tolle am Beichtbrief ist jetzt, das habe ich nicht erwähnt, aber das ist wichtig, der Beichtbrief streut. Der Ablass im Beichtstuhl findet im Beichtstuhl. Die Gnade zerplatzt sofort. Beichtbrief streut. Und zwar habe ich in meinem Quellenkonvolut Kommissare, die reiten durch ganz Oberdeutschland und verteilen Beichtbriefe. Und die kann man sich dann also in Isny, in Salzburger Land, kann man sich die bei Passau, im Rheingraben, kann man sich dann den Nördlinger Ablass kaufen. Ach, das ist aber trotzdem der Nördlinger Ablass. Ablass. Ja, okay. Ja, und so findet diese Entschränkung Schritt um Schritt nach. Ich konnte das ja nicht richtig darstellen. Also das sind viele Schritte und es ist sehr komplex, diese Entschränkung. Aber das Tolle ist eigentlich, dass das Zentrum der Schwierigkeiten entsteht mit dem ungezügelten Drucken der Beichtbriefe. Das bringt dieses System an seine Grenzen. Das ist das Problem. Das ist eine Inflation im Prinzip. Aber eine letzte Nachfrage. Aber diese Beichtbriefe durften auch nur in dem Gebiet vertrieben werden, in dem sie eben vertrieben werden durften. Also hier in Wittenberg nicht? Also das hat ganz praktische Gründe. Es macht keinen Sinn, in Wittenberg den Beichtbrief anzubieten. Das ist viel zu weit. Da gibt es Kampagnen, die sind zeitgleich, glaube ich, auch in Annaberg, 1490, ich weiß auch nicht, ob das schon früher losgeht. Ich meine, von Jüterburger bei. Ja, das hat ja sozusagen landesherrliche. Genau, Kräfte. Also das wollte ich nur noch mal wissen. Also der Beichtbrief konnte nur in dem Territorium vertrieben werden, wo er zugelassen wurde. Ja. Diese Genehmigung ist ganz einfach. Das ist eine öffentlich-rechtliche Partnerschaft zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt. Nicht beide haben ein Interesse daran, an dieser Form der Gnadenzusage. Denn für die weltliche Obrigkeit war es eine Möglichkeit, in sonst verschlossene territoriale Einheiten einzudringen, indem man keine Steuer, über den Ablass und über die Zulassung des Ablass konnte man also partizipieren. Denn dann musste ja in der Stadt, auch wenn der Territorial da nichts zu sagen hatte, musste ja ein Betrag an den Territorial abgeführt werden. Deswegen war das interessant. Man hat sich das also gütlich bezahlen lassen, die Verkündung des Ablasses. Darf ich auch noch eine Frage stellen? Sie erzählen ja, und das ist ja auch sehr eindrucksvoll, von der Massenhaftigkeit des Ablasses. Ja. Das ist ja eine Inflation gewesen. Und Sie sagen selber, man hatte die Preise auch eher niedrig angesetzt, damit das möglichst viele erreichen. Ja. Also wenn ich ein Produkt quasi als werthaltig verkaufen will, dann setze ich nicht den Preis runter. Also das Ablasssystem hat sich eigentlich selber abgeschafft, indem es die eigene Blase geschaffen hat. Also, was war das Ziel dahinter, auf einmal die Preise des Ablasses, dass sie ins Sinken gekommen sind? Also, dass sich das System selbst zerstört? Ja, das ist dieser sozialseelsorgerische Impuls. Jeder soll sich einen Ablass leisten können. Einmal in seinem Leben, in seinem Lebensumfeld. Und es soll keiner vom Weg zum Heil durch Ablass ausgeschlossen werden, wer das pekuniär nicht kann. Also eigentlich eine gute Absicht. Eine ganz gute. Mit den besten Absichten hat man das System volle Kanne gegen die Wand gesetzt, könnte man salopp formulieren. Ja, aber ich sage das nicht vom hohen Ross. Es ist tragisch. Nicht? Man hatte diese Beschleunigungstendenzen, die dieses Drucken von Papier zur Folge hatte, die konnte man nicht bedenken, das konnte man nicht abschätzen. Es gab Leute, die das abschätzen konnten, die gibt es immer, aber die werden regelmäßig nie gehört.
Ja, deswegen ist es ja ganz reizvoll, wie Sie Ablassblase und Finanzkrise ja auch vergleichen. Auch dort, also Inflation in der 20er, 30er Jahre ist ja auch ein zu viel an Gelddrucken. Ja. Und so war das ein zu viel an Ablassdruck. Es war ein zu viel und es ist ja auch eine sozusagen von einem Standard losgelöste Währung. Also es gibt ja kein Äquivalent. Zum Gnaden, der Gnadenschatz ist einfach da, der ist unerschöpflich. Ich kann jetzt drucken, wie ich will. Ich glaube, von der Perspektive von heute aus ist einem das System ja so fremd, weil es so eine komplett veräußerlichte Form von Frömmigkeit ist. Also stimmt diese etwas vielleicht banale Kritik, dass es, also ich bezahle, dann habe ich keine Schuld mehr, dann komme ich in den Himmel, Sache erledigt. Aber also, letztendlich beteiligt mit guten Werken, vielleicht auch mit einer Form von Frömmigkeit, mit einer Form von Spiritualität, das ist völlig quasi entkoppelt. Also ich Zahlen und Spiritualität, das geht nicht ins eine. Oder ist das eine Perspektive des 21. Jahrhunderts? Würde ich meinen. Es ist eigentlich eher, es ist gar keine Veräußerlichung. Das hat zwar Luther gesagt, es wird auch gesagt, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Es ist eigentlich, wissen Sie, die Nähe von Religiosität und monetären System ist unglaublich nah. Kredit, Schuld, Schulden, englischen guilty, was gilt, Geld und Geltung. Also wir haben offenbar immer das Verlangen gewissermaßen religiöse Überlegungen, die eine ethische Komponente immer beinhalten, zu messen. Und wenn wir anfangen zu messen, sind wir sofort beim Geld. Ja? Und der Ablass ist ja nichts weiter als ein Maß für Schuld. Ja? Das wollte man gar nicht, man wollte das mit Strafe und das ist auch alles schlüssig. Aber bei den Leuten kam nicht Straferlass an, bei den Leuten kam Schulderlass an. Mhm. Das kann man auch eindrucksvoll in ganz wenigen Quellen, die es dazu gibt, kann man das belegen. Und das, jetzt die Möglichkeit zu haben, die Lebensschuld, die man ansammelt, Kraft seines Lebens, machen wir uns ja ständig Schuld. Wenn ich lebe, geht das auf Kosten von Lebewesen. Also ich brauche Platz, ist einfach eine Verdrängung. Dann esse ich Tiere und Pflanzen, die ich dafür töte. Ich mache mich schuldig und es ist vielleicht ein Urgedanke, sich dann zu entschulden, sich entschulden zu müssen. Und das Ablasswesen ist eigentlich genial. Es ist ein naturwissenschaftlicher Zugang qua Verzifferung, um diese Schuld irgendwie ihr Herr zu werden und sie dann auch leistungsgerecht abzuleisten. Und zwar messbar. Das ist ja das Entscheidende. Das ist ja naturwissenschaftlich exakt. Die wussten ja ganz genau, welche Sünde, welche Kompensation braucht und wie teuer das dann war. Und so. Das ist im Prinzip wie, wenn ich eine Geschwindigkeitsübertretung mache. Oder Sie produzieren CO2. Genau, das ist auch Ablass. Das ist letztendlich das die Parallele dazu. Ja. In modernem Gewand. Also auch wir kaufen uns frei. Wir kaufen uns frei. Bei der Geschwindigkeitsübertretung ist das ganz offenkundig. Also ich werde geblitzt und dann wird gesagt, also du hast dich schuldig gemacht, ist aber Gott sei Dank nur eine Ordnungswidrigkeit, kannst 20 Euro bezahlen. Dann ist, ich zahle 20 Euro, die Schuld ist geschnitten, ich bin wieder... Aber ich würde denken, dass es eben doch im 16. Jahrhundert anders ist, als in den Beispielen des 21., die wir jetzt gebracht haben. Denn natürlich. Die Leute, die zum Ablass gelaufen sind, waren in der Regel die ganz frommen, die sowieso fromme Werke die ganze Zeit taten. Und die sich hätten frei kaufen wollen, weil sie keine Lust hatten, fromme Werke zu tun, die hätten auch gar nicht mehr auf den Ablass gesetzt. Ich glaube... Nicht, dass das funktioniert hätte. Vielleicht in der reformatorischen Polemik, aber in der Wirklichkeit. Ja, also das finde ich, ich bin da noch nicht schlüssig, bin da zu keinem Ergebnis gekommen. Also es gibt ja zwei Fragen.
die offen sind. Also wie groß ist die Ablassblase? Können wir das irgendwie ausmessen? Das wird also ganz haarig. Und die zweite Frage, die auch kritisch zu sehen ist, ist, gab es diese Verdrängung? Nicht? Gab es diese Verdrängung? Ich würde meinen, dadurch, dass der Petersablass zwei fatale Neuerungen eingeführt hat, gab es sie. Und zwar einmal pro Kopf ein Ablass. Das war Neues. Revolutionär wird in der Literatur eigentlich gar nicht erwähnt. Das ist revolutionär. Es war zwar angelegt im System, dass das mal kommt, aber das ist der Petersablass hat das gemacht. Und das Zweite ist die Entfristung. Das hat dem System Genick gebrochen. Davor waren die immer zeitlich befristet. Das heißt, die Gnade akkumulierte, bis der Papst, der nächste Papst kam, wenigstens theoretisch. Und jetzt war es so, du kannst dir pro Nase einen Ablass kaufen und der ist ein Leben lang einlösbar. Und damit gab es eine Flut an, da konnte auch wirklich der Bauer sagen, okay, das macht jetzt Sinn für mich, einen Ablass und ich habe den ja jetzt dann Leben lang. Und ich glaube, genau dieser Umstand, dass die Entfristung diese Inflation sozusagen durch die Decke schießen ließ. Und dann hätte sozusagen in den letzten 4 Jahren, ich weiß das natürlich nicht, aber theoretisch wäre das möglich, in den letzten 4 Jahren hätte dann der Hutten recht oder der Luther. Wir sind jedenfalls froh, dass es die Ablassblase gab. Denn ohne Ablassblase gäbe es nicht Wittenberg. Und deswegen danken wir Ihnen sehr, also dass Sie diese Ablassblase dekodiert haben. Und wir wissen jetzt, warum wir wirklich zu Recht Lutherstadt sind. Ja? Von daher nochmal auch ganz herzlichen Dank für Vortrag, für Diskussion und vor allem für das Buch, was wirklich sehr, sehr anregend ist. Herzlichen Dank. Sei sehr zu empfehlen. Dankeschön.